Am Samstag, dem 4. Oktober 2014, war es wieder mal soweit. Die lange Nacht der Museen. Wir waren zu Gast im Privatatelier des Künstlers und Schriftstellers Thomas Rauch, der eigens für die lange Nacht der Museen eine Kunstmaschine entworfen hat. Die Maschine wird per Hometrainer betrieben, beinhaltet einen alten Kleiderständer, einen Mixer und ein altes Fahrrad. Frei nach dem Motto, jeder kann ein Künstler sein, durften die Besucher, sicherheitshalber mit Schutzhelm in Form eines alten Zylinderhutes, selbst Hand anlegen. Die zahlreich erschienenen Gäste konnten sich persönlich, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, ein Bild von dieser außergewöhnlichen Maschine machen. Die daraus resultierenden Kunstwerke wurden vom Meister persönlich signiert und durften mit nach Hause genommen werden. Viel Spaß und Unterhaltung und viele begeisterte Besucher machten diese Nacht im Atelier von Thomas Rauch zu einem vergnüglichen Erlebnis. Im Notfall kann man so umdrehen. Ja, schau, wie hinter Griff in den Das ist es.